Heute stricken wir ein ganz tolles Sockenmuster. Hallihallo, ihr Lieben, ich bin's mal wieder, eure Bianca vom Bullaus Team. Ja, heute habe ich mal wieder ein schönes Sockenmuster mit Hebemaschen für euch. Meine Tochter wollte gerne eine schwarz-weiße Socke haben. Und dieses hier, das passt so wunderbar. Wie gesagt, das sind Hebemaschen. Ich zeige das einmal von innen, wie das von innen aussieht. Ihr braucht auf jeden Fall eine, ja, ich würde wirklich schwarz nehmen und eine Kontrastfarbe. Das Schwarz ist das Licorice von West Yorkshire Spinners, die Signature 4-Ply. Das hat die 0,99. Wir haben immer auf 100 Gramm 400 Meter Lauflänge, 75% Wolle und 25% Nylon hat das Ganze. Dann habe ich dazu die 0,11 gewählt. Genau das gleiche von den West Yorkshire Spinners, die Signature. Das ist einmal das Weiß. Ich hatte es vorher tatsächlich ausprobiert, auch mit einem Verlaufsgarn innen drin. Das kann man machen, aber ich finde doch, wenn man so dieses Schwarz-Weiß vom, man sieht es einfach besser. So, wichtig ist, dass ihr eine Maschenzahl habt, die teilbar ist durch 4. Ihr müsst bitte immer dran denken, wenn wir mit Hebemaschen arbeiten, dass sich das ein bisschen zieht, das schluckt wirklich etwas Weite. Ich habe hier tatsächlich 80 Maschen angeschlagen, aber auch meine Tochter, die hat Größe 42 und ich habe halt daher ein bisschen mehr Maschen angeschlagen. So, Entschuldigung, die ein Mustersatz beträgt 16 Runden. So, ich stricke heute mit der 2,5er Nadel. Ich nehme ja am liebsten, wie ihr wisst, die Cubics von Knit Pro. Ja, dann würde ich sagen, holt euch einmal ein wirklich dunkles Garn und ein helles Garn raus und lasst uns starten. So, oben zum Bündchen. Man kann es nicht gut sehen. Schwarz kann man sowieso sehr schlecht sehen. Ich habe 15 Runden gestrickt, eine rechts, eine links. Wo wir jetzt starten, starten wir theoretisch direkt hier nach dem Bündchen. Ich habe so weit gestrickt, dass ich wieder mit dem Mustersatz anfangen kann. So, wir stricken immer jede Reihe zweimal. Und zwar fangen wir jetzt mit dem Weißen an. Und ich drehe mir immer ganz gerne hier die beiden Fäden, dass hier vorne kein Loch entsteht. Da entsteht dann hier so eine Leiter. Ihr seht das, wie dieses Verdrehte hier drin. So, wir starten jetzt mit dem Weiß. Ihr nach dem Bündchen könnt genauso jetzt mitstricken. Und zwar stricken wir jetzt eine Masche rechts, warte, ich muss hier noch mal ein bisschen ziehen, eine Masche rechts, eine Masche heben, und zwar wie zum Linksstricken. Also ich steche hier in die nächste Masche ein und hebe die einfach so rüber. Und zwei Maschen rechts. Und das wiederholt ihr jetzt. Eine Masche rechts, eine Masche heben, wie zum Linksstricken, einfach nur so rüberheben und zwei Maschen rechts. Das wiederholt ihr jetzt, eine rechts, eine heben, zwei rechts. Einmal hier bis zum Ende und danach die Runde nochmal ganz genauso. Also jede Runde wird jetzt immer zweimal gestrickt. So, wir wechseln den Faden. Der wird auch nach zwei Reihen wird immer die Farbe wieder getauscht und immer schön hier hinten verdrehen. So, jetzt stricken wir drei Maschen rechts. Eins, zwei, drei und eine Masche heben. Drei rechts und eine Masche heben.
Und das macht ihr jetzt auch wieder bis zum Ende der Runde und danach auch wieder eine Runde, nochmal drei rechts, eine heben. Also immer zwei Runden mit einem Muster, wollte ich gerade sagen. Also jede Runde immer zweimal drei Maschen rechts und eine heben. Und das zwei Runden. So, die fünfte und sechste Runde in Weiß. Eine heben, eine rechts. Also die erste Masche rüberheben, eine Masche rechts. Eine heben, eine rechts. Eine heben, eine rechts. Und das wieder über zwei Runden. Wichtig ist, dass ihr wirklich mit einer heben anfangt und dann die nächste wird rechts gestrickt. Eine heben, eine Masche rechts, über zwei Runden. So, wieder ein Farbwechsel. Wir arbeiten wieder mit Schwarz weiter, sind in der Runde 7 und 8. Und zwar die erste Masche wird rechts gestrickt, die nächste Masche wird gehoben und zwei Maschen rechts. Und wieder eine Masche rechts, eine Masche wie zum Linkstricken abheben und zwei Maschen rechts. Und das wird auch wiederholt die nächsten beiden Runden. Eine Masche rechts, eine Masche heben, zwei Maschen rechts. So, wieder ein Farbwechsel. Wir sind jetzt in der Runde 9 und 10. Und da wieder die ersten drei Maschen rechts und eine heben. Drei Maschen rechts, eine heben. Ihr seht, das ist so ein einfaches Muster und das ist, sieht so toll aus. Also nächsten beiden Runden drei Maschen rechts und eine heben. So, wieder schwarz. Wir sind jetzt 11 und 12 in der Runde. 11 und 12. Und jetzt wieder eine Masche rechts. Ich ziehe einmal gerade meinen weißen Faden weg. Eine Masche rechts. Eine Masche heben, zwei Maschen rechts. Eine Masche rechts. Eine Masche heben. Zwei Maschen rechts. Und das auch wieder über zwei Runden. Eine rechts, eine heben, zwei rechts. Zwei Runden. So, 13 und 14. Wir arbeiten wieder mit Weiß. Und hier wieder eine heben, eine rechts. Eine heben, eine rechts. Eine heben, eine rechts. Heben und rechts. Und das auch wieder über zwei Runden. So, 15, 16, die letzten beiden. Arbeiten wir mit Schwarz wieder. Und da drei Maschen rechts. Und eine Masche wie zum Linkstricken heben. Drei rechts und eine heben. So, und das auch wieder über zwei Runden. Ja, danach fangt ihr wieder bei 1 an. Oder 1 und 2 sind ja mal zwei Runden mit Weiß. Und es wird, upsala, noch einmal. Diese 16 Runden, so, jetzt habe ich diese 16 Runden wiederholt hier. Ich habe jetzt hier für meine Länge den Mustersatz 5-mal wiederholt. Mir reicht das dann auch. Ich fange dann mit der Ferse an.
Hier würde ich tatsächlich die Käppchenferse stricken. Ich werde auch, weil wir hier jetzt auch schon etwas dicker sind, die verstärkte Käppchenferse stricken, dass das von der Dicke her auch passt. Das Muster stricke ich auf dem Spannweite, aber nicht unter der Fußsohle, weil durch dieses Hebemuster ist es doch hier drin etwas wellig. Und mich persönlich stört das, wenn ich darauf laufe. Ich meine, es wird zwar für meine Tochter, aber ich denke, das wird sie auch stören. Ich werde unten auf der Fußsohle einfach glatt rechts stricken und das Hebemuster wirklich nur auf dem Spann. Ja, das war's mal wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Muster gefallen. Also ich finde das richtig, richtig schick. Ihr könnt das auch mit einer dunklen Farbe, was weiß ich, ein dunkles Grün und hier, was ich jetzt in Weiß genommen habe, vielleicht in Gelb. Also da könnt ihr mal gucken, wie ihr das so ein bisschen spielt. Ihr müsst aber wirklich eine dunkle Farbe, eine helle Farbe nehmen, sonst kommt das nicht so zur Geltung. Ja, wie immer freuen wir uns natürlich über das Däumchen nach oben, das Abo nicht vergessen und die Glocke, die müsst ihr einmal drücken, dann verpasst ihr keins von den nächsten Videos von uns. So, dann habt einen schönen Tag, viel Spaß beim Stricken. Tschüss, eure Bianca vom Wollaus Team.